Guten Tag, ich will euch und Ihnen heute ein paar Thesen zu einer sozial Philosophie des Barthes vortragen. Es wird dabei im Wesentlichen um ein Buch von mir gehen, was vor 3 Monaten im Paudos Verlag in Berlin erschienen ist. Ich halte es mal kurz in die Kamera, eben mit dem Titel BB Deutende Bärte, eine Philosophie der Gesichtsbehaarung. Ich werde euch und Ihnen zuerst ein paar Worte eben zu diesem Buch pro Projekt sagen. Dann werde ich auf die Methodik meiner Forschungen zu sprechen kommen. Dann in drei Schritten ein paar Worte dann natürlich zu dem vielleicht spannende Teil sagen, nämlich, okay, also was sind eigentlich die konkreten inhaltlichen Thesen, die ich zum Barth vorzutragen habe. Und zum Schluss werde ich dann noch ein bisschen auf eben also meine konkrete Analyse des Barth-Revivals der Gegenwart zu sprechen kommen. Ja, genau, also okay, also zuerst so zum Buch pro Projekt. Also ich habe zu dem Thema auch einen Aufsatz veröffentlicht auf dem vom Forschungsinstitut für Philosophie Hannover BB betriebenen Blog mit dem Namen InDebate. Genau, also da kann man auch die wesentlichen Thesen kurz zu zusammengefasst nachlesen. Aber natürlich, wer wirklich ja alles zum Bart wissen will, der muss natürlich zum Buch greifen. Also er hat so ungefähr, oder ja, was heißt so ungefähr, also sogar ganz genau 240 Seiten. Und also ich habe da durchaus den Anspruch, wirklich so alles quasi oder zumindest also alles Wesentliche zu sagen, was auf dem heutigen Stand der viel Philosophie zum Thema Barth zu sagen ist. Genau, und ich dachte halt, ja, also das Thema, also Barth, dass er jetzt auch jetzt eher nicht zu den Mainstream-Themen gehört. Das passt ja auch ganz gut zur Überschrift soziologische Finger, Übungen. Aber natürlich mit der hier Einschränkung, dass es eben kein soziologisches Buch natürlich ist. Genau, und das bringt mich dann auch gleich direkt zur Frage der Methode und genauso der Teil ist jetzt wesentlich ausführlicher als im Buch, weil ich mir gerade diesbezüglich auch von euch und Ihnen Feedback wünschen würde. Weil genau, also da halt eigentlich Fragen verhandelt werden, die auch für mein Promotionsprojekt von großer Bedeutung sind, wo es um das Thema der Authentizität geht. Und zwar bei BB ziehe ich mich da vor allem auf Kierkegaard, Nietzsche und Stirner. Ja, also genau, also es gibt eigentlich auch zum Thema des Bades auch
durchaus zahlreiche soziologische und kulturwissenschaftliche Studien. Also wie man sich schnell denken kann, vor allem auch aus dem Bereich der Queer- und Gender-Studies. Und genau, und also die habe ich natürlich zur Kenntnis genommen bei meinen Recherchen und beziehe mich auch wiederholt auf sie. Und klar, aber genau, also die Frage ist dann, okay, also was ist jetzt eigentlich das Einstellungsmerkmal von einer genuin philosophischen beziehungsweise eben sozialphilosophischen Herangehensweise an so ein Thema. Und ich sehe da eigentlich vor allem zwei Hauptkennzeichen. Also das erste ist, genau, es ergibt ja bereits einen philosophischen Diskurs zum Thema Barth. Und genau, klar, also ich meine, den könnte man jetzt auch meinetwegen kulturwissenschaftlich ja oder eben Ideen, die geschichtlich beschreiben, also indem man eigentlich von außen drauf guckt, sagt, was eben die verschiedenen Philosophen zum Thema Barth gesagt haben und das eben dann vielleicht auch noch in den Kontext der Zeit irgendwie im einbettet. Genau, und also bis zu einem gewissen Grad ist das auch das, was ich mache. Also es ist in weiten Teilen auch schon ja einfach eine ideengeschichtliche Abhandlung, sage ich mal. Aber genau, also ich würde sagen, dass das Spezielle eben und dann muss eigentlich für philosophisch wird, das kommt dann eben ins Spiel, wenn ich eben nicht nur von außen drauf schaue, hier auf diesen Diskurs, sondern daran eben auch immer aktiv teilhabe und genau, also eine bestimmte Position zu und in diesem Diskurs eben zur Einnahme einnehme und natürlich eine Position, die ist sich natürlich klarerweise wertend zu diesem Diskurs natürlich in so irgendeiner Form verhalten muss und zugleich auch wertend in der so im Verhältnis zum eigentlichen Gegenstand des Diskurses, nämlich zum Barth, natürlich ja auch sein muss, weil natürlich klar, also die sozusagen so ganz grob gesagt, so ist das natürlich die Frage, die sich dieser ganze philosophische Diskurs im Wesentlichen stellt. Also ist der Barth gut oder schlecht? Und genau, also wer quasi an diesem Diskurs ja irgendwie teilhaben will, der muss da natürlich auch eine begründete Stellungnahme zu genau der Frage auch immer abgeben und ich glaube, da, also da ist natürlich schon recht klar, dass das natürlich weit über das hier hinausgeht, was sozial oder kulturwissenschaftliche Studien nur normalerweise leisten. Gut, kommen wir zum zweiten Hauptkriterium. Also genau, also wie gesagt, das erste ist jetzt, also so in Verbindung eben die Teilnahme und nicht nur Beobachtung des philosophischen Diskurses und eben eine normative Stellungnahme zum Diskurs und damit verbunden zum Gegenstand. Und jetzt das zweite Kriterium, das würde ich so beschreiben, also genau, also wie schon Sokrates stelle ich eben die Frage, also die Frage nach dem Wesen des Barthes oder ein bisschen
moderner ausgedrückt, also wie ja auch schon der Titel bedeutende Bärte quasi so andeuten. Also ich frage halt nach einer möglichen, ja, allgemeinen Bedeutung des Bartes. Also so auf einer sehr grundsätzlichen Ebene, also wo es dann ja auch durchaus sogar anthropologische auch Spekulation geht, ja, oder eben so sozial viel philosophische Spekulation. Genau, und ich meine, das ist natürlich auch eine Ebene, also die natürlich von Kultur und Sozialwissenschaftlern auch kaum betreten wird, weil natürlich die sehr basale Grundebene dann auch gar nicht mehr groß mit empirisch klar so eindeutig im nachweisbaren Fakten jetzt groß unterfüttert werden kann. Genau, also ich würde sagen, also es geht halt vor allem um das hermeneutische Aufspüren eben von allgemein kulturellen oder sogar im anthropologischen Grundtendenzen anhand von paradigmatischen Einzelbeispielen. Und natürlich, klar, genau, das ist natürlich eine Methode, die natürlich bei Sozial- und Kulturwissenschaftlern auch gar nicht auch sehr gut nachvollziehen, aus sehr verständlichen Gründen natürlich ein großes Misstrauen erweckt, weil natürlich klar die große Frage ist, okay, also wie komme ich genau zur Auswahl von diesem Beispiel? Und die Frage ist natürlich, also wie kann ich diese Beispiele auswählen, so ohne zirkulär zu werden, also weil ich eben sagen muss, okay, ich wähle eben dieses Beispiel aus, weil es eben meine philosophische Theorie besonders gut anschaulicht, aber zugleich soll ja eigentlich das Beispiel erst die philosophische Theorie belegen und so gerät man natürlich in einen schlechten Zirkel zunächst, aber ich glaube auch, genau, aber also so ich glaube, dass dieser Zirkel eben nicht schlecht ist, sofern es eben einfach keine andere Möglichkeit gibt, so als diesen Zirkel quasi zu betreten und sich sozusagen in diesem Zirkel eben mit möglichst großem Bewusstsein und möglichst großer Verantwortung eben so aufzuhalten. Genau, also und gut, aber was ich trotzdem als so Argument zur Plausibilisierung meiner Auswahl so anführen würde es natürlich, also ich gehe natürlich vor allem von viel philosophischen Texten aus und genau, oh ja, und das sind ja zum allergrößten Teil jetzt nicht einfach ja irgendwelche Zeugnisse, sondern eben schon Texte, die wirklich von sehr vielen Menschen rezipiert worden sind und die auch von sehr vielen Menschen als besonders gelungener oder sogar paradigmatischer Ausdruck so ihres eigenen Denkens verstanden worden sind. Und ich denke vor allem aus diesem Grund ist es jetzt keinesfalls vermessen jetzt für philosophische Texte, ne, sage ich mal, erhöhte immer Aussagekraft in sozialdiagnostischer Hinsicht zu beanspruchen. Genau, und was ich zur gleichen Zeit so auch mache, eben, also wie ich ja schon immer angedeutet habe, versuche ich eben auch diese Texte niemals nur isoliert zu betrachten, sondern ich versuche eben auch unter Rückgriff auf die vorhandenen Forschungen der empirischen Wissenschaften, sie eben auch in ihrer Zeit zu kontextualisieren
Und durch diese Leistung dann eben auch ihren paradigmatischen Charakter nochmal plausibler zu machen. Gut, aber da, okay, genau, und damit komme ich zum nächsten Punkt. Also das so eigentlich innovative und vielleicht sogar subversive meine Studie, dass das besteht, aber ja eigentlich nicht darin, dass ich mir, hier irgendwelche Texte hier anschaue quasi und hier in den Kontext setze, so ins Verhältnis setze, sondern mein Korpus besteht eben nicht nur aus Texten, sondern ich schaue mir auch ganz konkret die empirische Bartracht von ja ausgewählten Philosophen an. Genau, und das ist eben spannend, weil sich oft, also auch nicht so immer, aber eben oft nachweisen lässt, dass eben die Entscheidung so eines Philosophen für einen bestimmten Bart eben durchaus auf eine zumindest implizite, aber auch oft sogar explizite philosophische Haltung rückschließen lässt. Also die These, die ich vertrete, ist eben, dass man eben dass Sachen wie den Bart eines Philosophen, aber man könnte meinetwegen auch den Hut, den ein Philosoph getragen hat so oder dergleichen so anführen, dass man die eigentlich genauso wie die Texte als philosophische Aussagen verstehen kann und muss eigentlich auch. Und natürlich genau und spannend wird's dann aber natürlich, wenn eben diese Haltung, die in der Bartracht so zum Ausdruck kommt, eben gar nicht so unbedingt mit der generellen philosophischen Grundhaltung, ja, oder auch die konkreten ja Aussagen, die eben der Philosoph zum Thema Bart auch selbst getroffen hat, also wenn das gar nicht so unbedingt nur übereinstimmt, sondern wenn sich da sogar gewisse Spannungen und Differenzen zeigen lassen, und das versuche ich eben genau an verschiedenen Beispielen halt durchzuspielen und da gerade auf die spannenden Brüche auch, die sich ja auftun, hinzuweisen. Genau, und also genau zu sein, beschäftige ich mich aber sogar mit drei Sinn so Ebenen, deren Verhältnis ich genau zu beleuchten versuche. Beschäftige mich erstens mit Aussagen tatsächlich ganz banal zum Bart. Also genau, es gibt eben durchaus ja einige Philosophen, die eben ganz bestimmte, also ganz sozusagen im ganz trivialen wörtlichen Sinne eben ja Aussagen, die über den Bart, so ob man zum Beispiel einen Bart tragen soll, oder nicht getroffen haben. Das ist die erste Dimension, die ist ja recht offensichtlich. Dann gibt es aber auch einen riesigen Diskurs, genauso, also wo eben der Bart oder zum Beispiel auch das Rasiermesser, also die meisten von euch, von euch und Ihnen könnt sich schon denken, worauf ich damit ja anspielen will, also solche Dinge werden eben auch sehr oft als zweitens als Metaphern so angewandt und drittens eben genau, dann eben die Ebene, okay, also von besonders so auffälligen Bärten, die halt von Philosophen getragen worden sind, oder auch, also ich beschäftige mich natürlich dann auch genau mit der Frage, also so welche Philosophen auch gerade kein Bart getragen haben. Und genau, und da
schaue ich mir dann auch sofern vorhanden dann auch den Diskurs an, der so über diesen Bart dann auch oft geführt worden ist. Also zum Beispiel bei Karl Marx ist ja ganz offensichtlich, da gibt es ja einen Riesendiskurs, tausende Anspielungen auf sein Bart und dergleichen. Und genau, und eigentlich genau, und die eigentliche Herausforderung, die ich mir stellte in meinen Forschungen, war dann eben, also wie man diese drei, oder man könnte ja sogar sagen vier, wenn man die Ebene des Diskurses über den Bart dann nochmal als eigene Ebene betrachtet, also wie auf jeden Fall wie man diese Ebene halt in fruchtbarer und sinnvoller Weise zu zusammen, aber eben auch vor allem auch im gegeneinander führt und genauso in diesem Spiel quasi besteht dann eigentlich der eigentliche Gehalt und der eigentliche Witz meiner Studie. Okay, und jetzt ist natürlich die große Frage, warum? Natürlich, klar, auch, ganz banal aus Interesse am Gegenstand natürlich, aber mir geht es auch durchaus nicht um mehr, sondern ich will durch die Studie eben hier aufzeigen, wie meines Erachtens eine realistische Philosophie der Gegenwart verfahren sollte. Also das will ich paradigmatisch hier aufzeigen, nämlich multiperspektivistisch, mit transdisziplinär und auch eben hier ohne methodologische Scheuklappen, also wie. Also es gibt ja hier unter Philosophen eben eine ganz verbreitete Angst geradezu vor Biografismus. Klar, die ist natürlich teilweise auch berechtigt. Also ich bin auch im überhaupt kein Biografist, aber ich finde eben das so anderes, so extrem. Also die vollkommene Zurückweisung des Biografismus eben auch falsch. Also wenn es eben um eine wirklich realistische, wirklichkeitsbezogene Philosophie geht. Und genau, also es gibt zum Beispiel die Vorstellung, ja, eben die Philosophie als so reine Textwissenschaft, also falls ich auch als Text im Immanentismus bezeichnet, die eben auch, also auch in quer durch alle Schulen der vier Philosophien durch sehr weit verbreitet ist und die ich eben auch sehr kritisch sehe, weil für mich natürlich Philosophie vor allem quasi eine Wirklichkeitswissenschaft, also eine auch gegenstandsbezogene Disziplin und keine textbezogene Disziplin sein sollte. Also was ja eigentlich auch eine recht banale Aussage ist, aber so leider von vielen meiner Kollegen und Kolleginnen nicht so gesehen wird. Genau, also die Philosophie soll eben nicht nur selbstbezogen sein, sondern soll eben auf die wirklich relevanten Grundprobleme der Lebenswelt so eingehen. Und genau, und ich würde auch sagen, genau das ist jetzt auch keine große Forderung, sondern ich würde sagen, gelungene Philosophie, die macht auch genau das, wenn auch natürlich oft in ideologisch verzerrter Form, klar, also zum Beispiel, dass eben vom Sein gesprochen wird, aber ja eigentlich quasi auf ganz andere Probleme referiert wird, die sich in der wirklichen Praxis ja einer konkreten historischen Periode halt eben gezeigt haben. Gut, und jetzt stellt sich natürlich an dem Punkt, denke ich, vielen von euch und Ihnen die offensichtliche Frage, naja, also so hat denn der Barth quasi das Recht, den Rang eines Grundproblems der Lebenswelt so einzunehmen. Also ich meine, genau, also ich meine, ich könnte jetzt auch ein Buch zum Klimawandel zum Beispiel schreiben oder genau zum Rassismus gegen Schwarze. Genau, also warum jetzt ausgerechnet zum Bart? Was ist daran so wesentlich? Genau, das ist auch eine sehr berechtigte Frage, die ich auch in Ihrem Buch selbst, gleich im ersten Kapitel sogar mir selbst stelle. Also ich finde, das ist auch eine Frage, die eigentlich mehr diskutiert werden sollte, also gerade auch in der
Philosophie, also zum Beispiel so Hegel stellt die Frage sehr oft, zum Beispiel in der Kunstphilosophie stellt er eben die Frage, so ist es überhaupt legitim, die Kunst als philosophischen Gegenstand zum Beispiel zu betrachten, also so ersetzt das, ist auch einfach nicht sehr selbstverständlich voraus, dass man das so überhaupt tut, sondern er begründet es nur nochmal eigens. Und ich finde, das ist eigentlich generell, also das sollte man prinzipiell eigentlich so immer machen bei philosophischen Untersuchungen, meine ich jedenfalls. Und genau, also beim Thema des Bades, also ich würde da quasi den Bad, also ja, um das schon mal vorwegzunehmen, ich würde den Bad eigentlich der Kleidung zuordnen, ja, auch wenn der Bart, darauf werde ich auch kurz eingehen, natürlich ist ja offensichtlich also kein Kleidungsstück ist, so ist er quasi sozusagen, gehört er quasi schon der Kategorie der Kleidung so und der Mode eben im weitesten Sinne an. Und da gibt es eben ein sehr schönes Zitat von Hegel, wo er sich eben auch genau die Frage stellt, also so, ob die Kleidung ein Gegenstand, der viel, so viel sein kann. Und der, genau, also wie schon andere bei der Kunst, da sagt Hegel zum Beispiel klar ja, weil eben die Kunst einen so allgemein geistigen Gehalt hat. Aber bei der Kleidung, da würde Hegel eben klar sagen nein, weil die Kleidung eben geistlos ist. Also die Kleidung kann bestenfalls ein Gegenstand der empirischen Wissenschaften sein. Genau, also die eben Fragen der Zweckmäßigkeit vor allem diskutieren, aber sonst genauso. Also ist die wechselnde Gestalt der Kleidung eben so einfach ein Produkt des historischen Zufalls so und der Willkür, und Philosophen brauchen sich darüber eigentlich gar keinen Kopf zu machen. Also war Roman jetzt in der einen Zeit diese Art von Kleidung getragen hat und in der anderen die andere. Das ist einfach Zufall. Und was spannend ist, also ich meine, so Hegel spart ja, sag ich mal, ja eigentlich generell mit konkreten praktischen Vorstellungen, beziehungsweise vertritt sogar die Auffassung, dass das eben Philosophen auch gar nicht machen dürfen und machen können und sollen, konkrete praktische Lebensweisheiten zu geben, aber genauso so an dem Punkt sagt er auch ganz konkret, nee, also quasi als geistiger Mensch soll man auch sich in seiner konkreten Lebenspraxis so verhalten. Also man soll quasi in Sachen der Mode so einfach dem Zeitgeist und den so schreibt auch wörtlich den Ratschlägen des Schneiders folgen, aber man soll sich einfach keine eigenen Gedanken machen, sondern den Geist quasi auf wichtigere Gegenstände legen, wie die Seele, Gott, das Schöne, das Gute, das Wahre. Und genau, also und aber es gibt natürlich wie in der Philosophie immer dazu auch eine Gegenposition, die vor allem prominent von Nietzsche vorgetragen worden ist, und zwar in seinem Buch Ecce Homo. Da entwickelt er ein sehr spannendes Programm einer viel Philosophie der kleinen Dinge. Und damit so meint er eben, okay, also es gibt eben wirkliche Voraussetzungen des menschlichen Lebens, genau, also wie Nahrung, Wohnen und eben auch Kleidung. Und diese wirklichen Voraussetzungen, das sind eigentlich die entscheidenden Gegenstände, über die man als Philosoph nachdenken sollte. Und quasi diese ganzen sozusagen großen Dinge, also wie eben Gott, das Wahre, das Schöne und das Gute, also quasi wie über die nachgedacht wird, das ist eigentlich nur eine Folge von unserem Verhältnis zu den kleinen Dingen. Also genau. Also finde ich eine sehr schöne realistische Weltsicht und auch philosophische Programmatik, aber die sich leider eigentlich bis heute so in der Philosophie nicht
durchsetzen konnte. Also ich würde sagen, die meisten Philosophen knüpfen eigentlich in der Frage wirklich bis heute an Hegel an, und das zeigt sich eben auch vor allem darin, dass eben die Mode bzw. die Kleidung eigentlich für wirklich ein so absolutes so Randthema, also selbst die Kleidung so allgemein, und dann von einzelnen konkreten Kleidungsstücken wie dem Bart ganz zu schweigen. Genau, also ich würde sagen, eigentlich das einzige wirklich jetzt wichtige Werk, was ich auch nicht als das Grundlagenwerk quasi einer viel Philosophie der Mode auch so ansehen würde, das ist von Georg Simmel, auch ja entsprechend im Titel die Philosophie der Mode von 1905. Und genau, also das ist eigentlich auch so einer meiner Haupt-BBB-Zugspunkte, weil ich finde, genau, also dass da eigentlich, natürlich ist es eine so also Analyse, die auch ihre Grenzen hat und die in vielen ja Einzelfragen dann konkretisiert werden muss, aber die eigentlich so im Großen und Ganzen eigentlich ein ganz sinnvolles Schema, sage ich mal, vorgibt, weil was erstmal so im Grund, im Orientierung quasi, im innerhalb des Gegenstandsbereichs ermöglicht. Und Simmel hat eben wichtige Überlegungen so angestellt, die dann zum Beispiel auch von Pierre Bourdieu und Niklas Luhmann auch aufgegriffen worden sind. Und genau, also okay, und jetzt, was ist eigentlich die spannende Kernthese von Simmel? Also jetzt ein bisschen vereinfacht dargestellt natürlich. Genau, also so eher sagt, dass das die Hauptfunktion der Mode ist, soziale Differenzierung, beziehungsweise natürlich dann vice versa, Entdifferenzierung. Also durch ihre Kleidung drücken die Menschen ihre Zugehörigkeit zu einer Gruppe aus, und also ich würde sagen, das ist ein, also das kann man nach beiden Richtungen hin verstehen, es ist natürlich beides, also sie drücken ja einerseits die bereits bestehende Zugehörigkeit aus, aber zur gleichen Zeit stellen sie die Gruppe durch eine gemeinsame Kleidung eben auch her, also das ist glaube ich, also sag ich, zwei Seiten derselben Medaille. Und genau, natürlich damit natürlich auch ganz klar natürlich die Differenz, die Nicht-Zugehörigkeit zu einer so anderen Gruppe. Okay, das ist das eine, und das zweite ist genauso, das ist Simmel, und ich denke, dass das sehr plausibel davon hier ausgeht. Okay, also vormodern statischen Gesellschaften, da war eben auch so entsprechend die Mode halt auch sehr statisch und ist einfach von zentralen Institutionen vorgegeben worden, während eben in modernen Gesellschaften da eine große Flexibilisierung und Öffnung stattgefunden hat, und genau das ist dann eben auch der Grund, warum die Mode bzw. die Kleidung auch erst in solchen Gesellschaften erst zu einem großen Thema wird. Also über ein Thema sogar überhaupt, also das überhaupt des Nachdenkens wert ist. Also genauso, also okay. Ganz blöd gesagt, wenn ich im Mittelalter genauso, da hat sich einfach für mich tatsächlich die Frage nicht gestellt, also wie ich mich kleiden soll, sondern es gab einfach klare Vorgaben von Kirche, Staat und Tradition, und genau, die konnte ich eben nicht brechen, und diese Vorgaben, die haben sich eben auch so sogar auf Details oft wie den Bart bezogen. Es gab eben Gruppen, die einen Bart tragen durften, und so andere Gruppen, die gerade keinen Bart tragen durften. Und auch bestimmte Barttypen waren eben oft vorgegeben und sogar hier oft in Form von ganz expliziten Gesetzestexten zum Beispiel. Und da
bin ich der Ansicht, denn genauso, dass das quasi auch der Grund ist, warum auch die Kleidung und die Mode erst so in der Moderne groß zum Gegenstand der philosophischen Reflexion werden. Weil klar, also weil einfach vorher gab es sozusagen gar keinen Grund, da groß so anzufangen, nachzudenken und sich jetzt über große philosophische Begründungen, warum man jetzt eher die Kleidung oder die Kleidung wählen sollte, nachzudenken. Ja. Genau, und jetzt, genau, und also jetzt die These von Simmel, und damit gehe ich dann quasi jetzt auch zum im inhaltlichen Teil so über, und genau, also die kann man eben auch Jan Barth wirklich auch sehr gut veranschaulichen. Genau, also weil eben das ist eben jetzt der erste Teil des im inhaltlichen Teils, der Barth eben ein großer Differenzierer ist. Also der Barth, also so scheint mir zumindest so recht klar zu sein, hat keine irgendwie bedeutsame praktische Funktion. Also ich vermute auch sehr stark, ich bin natürlich kein Biologe, aber ich habe mich sozusagen auch ein bisschen mit der Biologie des Barthes beschäftigt. Also er hat meines Erachtens auch keine biologische Funktion. Dass jetzt irgendwie das Barthagen oder das Nicht-Barthagen jetzt irgendeinen evolutionären Vorteil oder Nachteil bringen würde. Genau, also gut, es gibt ganz witzig, aber das finde ich dann auch eher eine, das ist natürlich eher was fürs Kuriositäten Kabinett des Barthes-Kurses. Also es gibt natürlich auch hier auch einen teilweise auch so recht ernsthaft geführten Diskurs darum, also so ob der Barth nicht bestimmte praktische Vorteile im M zu oder eben auch Nachteile bringt. Also es gab zum Beispiel in England des 19. Jahrhunderts ganz viele so Ärzte, die behauptet haben, ja, der Barth, der MM hilft ja super gegen die Luftverschmutzung. Oder es gab auch viele, die gemeint haben, ja, Krieger oder Soldat sollte man kein Bart tragen, weil der im Zweikampf hinderlich sein kann, weil genauso der Kontrahent hier so einfach hier am Bart packen kann. Und genau, also es wird behauptet, das würde große Nachteile bringen. Ja, also ich gehe auch hier einzeln von diesen so Argumenten im Buch nach und kann, glaube ich, zeigen, dass das wirklich ja alles so haltlose Spekulationen sind. Genau, genauso zumindest eben die zumindest jetzt keine wesentliche Erklärungskraft besitzen, so als Erklärung dafür, warum Leute Bärbel tragen oder nicht. Und aus denen, glaube ich, auch keine große normative Kraft hier hinsichtlich der Frage, so, ob man sagen soll, entspringt, weil einfach die Vorteile oder Nachteile, wenn es überhaupt welche gibt, einfach vollkommen zu vernachlässigen sind. Aber der Witz ist, dass sozusagen genau natürlich wegen dieser quasi praktisch-biologischen Funktionslosigkeit sich der Barth eben umso besser geeignet, um eine ganz andere und vielleicht sogar viel für das menschliche Leben viel wichtigere Funktion zu erfüllen, nämlich eben genau, also dass der Barth eben ja Ausdruck und dann eben auch beziehungsweise gerade auch so Hersteller quasi von sozial Differenzierungen ist und wirklich auch in ganz vieler Hinsicht, also jetzt nur mal die wichtigsten zu nennen, natürlich ganz offensichtlich Mann und Frau, also der Barth wird irgendwie als Zeichen von Männlichkeit hier angesehen, und ja, und da genauso, also da gehe ich eigentlich auch davon aus und habe kein einziges signifikantes Gegenbeispiel gefunden, dass das auch wirklich für alle Kulturen gibt, eben klar, ja, aus dem ganz so offensichtlichen Grund, okay, so, es ist einfach ein biologisches Faktum, dass so einfach
Männer so eher starken Bartwuchs haben, Frauen eher schwachen Bartwuchs, klar. Und so aufbauen auf dem Faktum, so wird dann eben eine kulturelle Konstruktion drumherum geschaffen. Dann natürlich also aus so ähnlichen Gründen und ich glaube auch wirklich kulturübergreifend, die dient der Bart eben als signifikant, um den Unterschied zwischen Alt und Jung zu markieren und damit verbunden natürlich dann auch andere Eigenschaften, die dem ihr Alter zugeschrieben werden, wie Erfahrung, Autorität und Weisheit. Eben genau, also weil klar, Kinder und junge Männer also haben eben noch keinen starken Bartwuchs, die Alten hingegen schon. Das wird eben hier aufgegriffen und kulturell überformt. Dann, was auch sehr spannend ist, klar, also der Bart, der wird eben auch ja oft hier eingesetzt, um hier Unterschiede zwischen bestimmten Religionen zum Ausdruck zu bringen. Das ist besonders, also es gibt da auch ein kleines Abschnitt in meinem Buch, den Bart zum Bart im Judentum, wo eben auch von jüdischen Gelehrten selbst sogar oft gesagt worden ist, also der eigentliche Sinn eben von der jüdischen Praxis, sich den Bart wachsen zu lassen oder sich da auch vor allem den Bart eben in dieser speziellen Form, diese Schläfenlocken wachsen zu lassen, ist eben, dass wir von Heiden und also von Nicht-Juden unterschieden sein wollen. Aber es gab natürlich auch zur gleichen Zeit von der anderen Seite sogar, also im christlichen Mittelalter zum Beispiel auch Vorschriften von außen, dass Juden sich den Bart wachsen lassen sollen, um eben als Juden zu erkennt zu sein. Also das ist nur ein Beispiel, aber klar, es gilt ja für Muslime, für alle möglichen, da kann man für sehr viele Beispiele finden. Dann, was auch ein großer Diskurs ist, also schon in der Antike, dass der Bart als, genau, oder natürlich auch so umgekehrt teilweise die Bartlosigkeit als Zeichen von Zivilisiertheit zu verstehen ist, dass zum Beispiel bei Schopenhauer sagt, genau, also das rasierte Gesicht, das ist quasi das Zeichen der Zivilisation und der Bart steht quasi für das tierische, ja, Menschen, das abgeschreift werden muss. Dann, okay, darauf werde ich dann gleich noch später kommen. Natürlich, so hat der Bart auch eine, ja, oft eine politische Bedeutung und kann zum Beispiel im Ausdruck einer konservativen, aber auch genauso gut einer revolutionären Gesinnung sein. Und natürlich, also für die Abwesenheit des Bartes geht natürlich so entsprechend dasselbe. Und was auch spannend ist und wozu es auch im Mittelalter sehr interessante theologische Diskussion auch gab, genauso, also der Bart markiert eben oft den Unterschied zwischen Laien und Klerikern. Aber natürlich, also genau, also da reicht ja schon der Blick nur auf die Bärte der Priester der drei großen christlichen Konfessionen. Also dass eben auch sehr, sehr unterschiedlich dann aufgefasst worden ist. Also welche Art von Bart und ob der Bart eben eher ein Symbol für Heiligkeit so oder eben für das Gegenteil ist. Genau, und ja, da haben sich natürlich auch schon die Kirchenväter dann auch sehr interessante Argumente dann natürlich jeweils so einfallen lassen. Genau, ich gebe zu, also ich spreche eben von vormodernen Gesellschaften. Das ist mir auch schon mal vorgeworfen worden, dass das doch voll die komische große Erzählung sei, aber ich will mit dem Begriff jetzt keinesfalls natürlich aussagen, dass ich jetzt denke, dass jetzt sozusagen alles, was vor dem 18. Jahrhundert passiert ist, jetzt irgendwie so ein großes, unterschiedsloses Kontinuum ist und dann quasi plötzlich sich irgendwie so alles wandelt, aber ich glaube, man kann ja auch einfach, also ich würde sagen, mein Gott, also man muss sich einfach die Wirklichkeit hier anschauen und da kann man ja wirklich sehen, dass es eben
dass eben so im 18. Jahrhundert hier ausgehend von Europa sehr wesentliche kulturelle so Umbrüche stattgefunden haben, die halt einfach schon eine deutliche qualitative Differenz zu dem markieren, was vorher gewesen ist. Und ich glaube, aus dem Grund ist diese bisschen Kurve im Unterteilung zwischen vormodernen Gesellschaften und modernen Gesellschaften durchaus legitim und zumindest für meine Forschungszwecke hier hinreichend. Genau, und so habe ich eben schon gesagt, also in den vormodernen Gesellschaften gab es eben oft eben diese klaren Bartregeln. Es gab zum Beispiel sogar in Russland zeitweise eine Bartsteuer, um eben das Barttragen so einzugrenzen. Wir wären sowas ja in modernen Gesellschaften ja im überhaupt keine Legitimität mehr so haben würde. Also generell werden eben Bekleidungsvorschriften sehr skeptisch beurteilt, weil man eben diese liberale Vorstellung gerade genau, also dass es eben bestimmte Bereiche des Lebens gibt, die halt einfach, wo einfach der Staat nichts zu reden hat und man ist eben auch sehr skeptisch gegenüber nicht staatlichen Institutionen, die da eben klare Vorschriften machen, die für die gesamte Gesellschaft zu gelten haben. Und genau, und also man kann auch einfach empirisch beim Bart nachweisen, dass wirklich vor der Moderne die Bartmode sehr einförmig gewesen ist. Es gab zu einer bestimmten Zeit eine bestimmte Bartmode für dann auch oft für eine bestimmte Klasse. Also zum Beispiel, selbst wenn man noch ins 17. Jahrhundert schaut, zum Beispiel, da hatten wirklich fast alle so Angehörigen der Oberschicht hat halt so einfach diese Musketierbärte zum Beispiel. Und genau, und dementsprechend muss man sagen, dass eigentlich der vormoderne Bartdiskurs eigentlich auch recht dünn und recht interessant ist. Also es war einfach keine Frage, wo man jetzt ein großes Diskussionsbedürfnis gesehen hat, sondern es ist eben, war eben eine Frage, die man halt im Wesentlichen einfach dem Herkommen überlassen hat. Klar, also mit Ausnahmen, wie eben den so erwähnten, die theologischen Disputen. Genau, natürlich. Aber okay, aber genau, aber es gab, es gab natürlich, also die vormoderne Welt, so ist eben auch gar nicht so quasi gar nicht so schlicht und einförmig, weil sich natürlich schon in der vormodernen Welt eben ein immanenter Widerspruch so einschleicht. Also weil natürlich, genau, und das ist wirklich gerade so hektisch, weil eben genau diese Eindeutigkeit, dass man eben davon ausgeht, okay, es gibt einen bestimmten sozialen Stand oder einen bestimmten sozialen Status und der wird eben ja eindeutig nach außen getragen durch ein bestimmtes Erscheinungsbild. Genau durch diese Eindeutigkeit so entsteht natürlich auch eine große Uneindeutigkeit, weil es natürlich sehr leicht möglich ist, also dann eben auch einen bestimmten sozialen Status und mit diesem Status verbundene Charakter, ja Eigenschaften, ja einfach vorzuspielen, indem man sich einfach die äußere Attribute aneignet, die eben mit diesem Status verbunden sind. Also quasi genau der Witz ist, dass das ja nicht möglich wäre, wenn es nicht so also sehr, sehr eindeutige Vorstellungen davon gäbe, wie eben der Status nach außen tritt. Und genau natürlich dieses Problem ist, dass es natürlich den vormodernen Denkern auch nicht entgangen. Es war zum Beispiel in der europäischen Antike so, dass wirklich also so ein großer wuchtiger Bart so ungefähr ab dem 3. Jahrhundert vor Christus eigentlich nur noch von Philosophen getragen worden. Also auch vorher auch von normalen Leuten quasi, oder da war es
da war so, das war so relativ bald, aber dann ab einem bestimmten Zeitpunkt ging ja eben die Mehrheit der Bevölkerung zu eher glatten Gesichtern oder zu eher dezenten Bärten zu über, und eben dieses, der Große war den Philosophen vorbehalten, weil gerade so wie wir, wie ein Standesmerkmal quasi der Philosophen, aber da gab es natürlich, klar, gab es halt eben viele Leute, die sozusagen eigentlich keine wirklichen Philosophen waren, die keine wirklichen tiefen Einsichten hatten, aber die sich eben ja ein Bart haben wachsen lassen. Und genau, es hat sich dann eben das Sprichwort entwickelt, ein Bart macht noch keinen Philosophen. Und genau, und das ist eben wirklich ein Topos, der in der Antike von ganz vielen Schriftstellern so aufgegriffen worden ist, also dieses Schlagwort, genau. Und gut, das bringe ich jetzt, weil es vielleicht auch für einige von euch und ihn spannend ist. Also es gab im 16., 17. Jahrhundert die Proto-Feministin Marie de Gournay. Und die hat hier zum Beispiel, genau, die hat eben Schriften geschrieben, wo eben auch schon, also die Ungleichbehandlung der Frauen, besonders im kulturellen Bereich, so angeklagt worden ist. Und die bringt eben auch das Beispiel nach, okay, also ein Mann kann quasi den größten Blödsinn sagen und man lobt ihn für seinen tollen Bart, aber eine Frau kann die klügsten Sachen sagen, aber wird quasi trotzdem nicht so ernst genommen, weil sie eben keinen Bart trägt. So, also solche Sachen. Und da ist das Spannende, also das ist halt eigentlich, also genau dieses Ding, das ist eigentlich ein Topos, der dann auch also bis heute so eigentlich das philosophische so Argument geradezu gegen den Bart ist. Also was zum Beispiel auch von modernen Kulturkritikern wie Marx, Sartre und Adorno oft aufgegriffen worden ist. Also eigentlich einfach das so Argument, dass eben der Bart schlecht ist, weil der Bart eben das Vorhandensein bestimmter Attribute wie Männlichkeit, Tapferkeit, Weisheit suggeriert. Aber natürlich in Wahrheit natürlich, ja, das ist eigentlich, genau, es ist sehr banal, eigentlich aber natürlich so in Wahrheit natürlich das Vorhandensein von diesen Attributen nicht verbirgt, sondern sogar quasi so rein sozusagen Fakern ihm, also das ist der Glaube an den Bart, also öffnet eben Tür und Tor für Faker. Genau, die eben gern diese Attribute haben wollen, ja, ohne die erforderliche Arbeit oder die erforderliche Leistung zu erbringen, die eben zum berechtigten Tragen von diesen so Attributen erforderlich ist. Genau, aber das Besondere ist dann, also das natürlich so in der Moderne diese Kritik ja am Bart dann auch natürlich nochmal verbunden ist mit einer im Allgemeinen im Ablehnung von sozialen Differenzierungen. Klar, also genau, also zum Beispiel, also auch vor den Denkern, die ich genannt habe, die haben natürlich alle, gehen natürlich vor einer bestimmten Gleichheits im Ideal aus, und vor dem Hintergrund von diesem Gleichheits im Ideal werden halt eigentlich alle Trennungen quasi zwischen den Menschen grundsätzlich skeptisch beurteilt. Und genau, eben auch, Alter, es gibt auch ein generelles Misstrauen gegen eben so nach außen gerichteter Repräsentation. Genau, und damit komme ich dann auch zu meinem zweiten großen inhaltlichen Kernpunkt, nämlich die Moderne als Zeitalter der Entdifferenzierung. Genau, und hier, und da würde ich sagen, also da gibt es eben einen grundsätzlichen, also das bezeichne ich als Modernismus,
der eben auch weitgehend auch von diesen kritischen Geistern halt geteilt wird. Also es gibt seit dem 18. Jahrhundert, so in modernen Gesellschaften, den Großtrend der allgemeinen Nivellierung, so alle Zeichen von Differenzierung, wir werden mehr und mehr zum Markt erklärt. Genau, es gibt diese weit verbreitete Gleichheitsvorstellung und so im Bereich der Mode dann setze ich eben ein im Idealbild des schlichten, im unauffälligen, funktionalen und glatten durch. Also was eigentlich auch genau, also was auch von vielen Philosophen auch so als im Idealbild dann auch propagiert wird. Und so auf den Bart bezogen, genau, da kann man ja schon sagen, also dass gerade in Europa, vielleicht mit Ausnahme der, ja, also gut, oder, okay, Entschuldigung, genau, da war es eigentlich so, okay, also man kann für die Vormoderne jetzt eben nichts direkt sagen, so ob da jetzt der Bart oder das rasierte Gesicht vorherrschend war, sondern das hing halt eben jeweils davon ab, also teilweise auch wirklich ganz banal, okay, was hat der König getragen und dass quasi die Anhänger des Königs so haben, dem dann einfach nachgeeifert und dergleichen. Aber genau, aber es gab also auch viele Bärte, sage ich jetzt mal so. Und genau, und dann, so ab dem 18. Jahrhundert, genau, also da so mussten eben die Bärte so weichen und genau das 18. Jahrhundert wird zum Beispiel auch mit Recht von der Bartforscherin Barbara Martin als das bartloseste zu aller Jahrhunderte bezeichnet. Also weil wirklich die Männer, die haben sich auch das Gesicht weiß gepudert und genau, man hat eben diese Perücken getragen und natürlich, genau, es wirkt natürlich aus heutiger Sicht sehr farblos, sehr grau, aber naja, also klar, also man kann das ja auch positiv beurteilen. Also man hatte eben diese ganzen aufklärerischen Vorstellungen im Kopf und man hatte eben dementsprechend ein Kleidungs im Ideal, wo eben die individuellen Unterschiede zwischen den Menschen halt möglichst wenig zur Geltung kommen, also wo sich dann auch die Frauen und die Herrenmode eigentlich sehr angleicht. Genau, und aber klar, natürlich, wie wir so alle wissen, dann nach dem 18. Jahrhundert kam es dann auch durchaus zu Phasen, wo eben der Bart wieder en vogue war. Aber so meine These oder meine Beobachtung wäre schon, dass das eigentlich grundsätzlich, also trotz dieser natürlich nichts zu leugnenden Gegentendenz, eigentlich das Grundideal der Moderne eher das eben das glatte Gesicht ist. Genau, und jetzt, genau, also wenn man eben die Wertungsfrage stellt, ich habe es ja schon angedeutet, so ist natürlich dieses im Ideal sehr, ja, einfach sehr ambivalent zu beurteilen und auch entsprechend beurteilt worden, weil es natürlich zum einen, klar, es ist natürlich erstmal toll, wenn man irgendwelche willkürlichen Hierarchien und damit verbunden auch Kleidungsvorschriften abschafft und aber zugleich genau, also wird dann eben auch dieses Ideal des Glatten, was quasi so an die Stelle der alten Differenzierung tritt, eben auch oft als sehr selbst wiederum als sehr repressiv erlebt und als Verlust an Lebensqualität und an individueller Selbstbestimmung. Die moderne Lebenswelt erscheint als kalt, leer und hässlich.
oder auch langweilig als M-einförmig und es gibt eben die Sehnsucht nach einer neuen Differenzierung. Ja, und dieses Bedürfnis nach einer neuen Differenzierung, das wird eben von einer entsprechenden Gegenströmung quasi gegen diesen Modernismus getragen, wo die eben nicht einfach ja anti-modern ist, sondern die durchaus genauso von den Idealen von Gleichheit, Freiheit, Brüderlichkeit oder dann eben auch Schwesterlichkeit oder die Schwesterlichkeit, das wäre ja eigentlich der beste Ausdruck, so ausgeht. Genau, und diese quasi innermoderne Oppositionsbewegung, die bezeichne ich als Bewegung der anderen Moderne. Und die will eben keinesfalls so hinter das moderne Gleichheits-Ideal zurücktreten, aber will es eben zur gleichen Zeit koppeln mit dem Wunsch nach einer neuen Ästhetisierung der Lebenswelt, wo eben auch den Bedürfnissen nach individueller Selbstverwirklichung, nach Schönheit, nach Lebensfreude eben mehr Raum gegeben wird. Ja, also, und als ersten bedeutenden philosophischen Sprecher dieser Bewegung würde ich Jean-Jacques Rousseau ja ansehen, der auch entsprechend, also das könnt ihr und können Sie dann in meinem Buch nachlesen, eben auch schon sich entsprechend sehr kritisch eben über die diese komische im höfischen Mode eben geäußert hat und eben auch sich für den Bart, auch für das Tragen eines Bartes ausgesprochen hat. Und zugespitzt wird das dann von einem Schüler oder quasi im Anhänger Rousseaus namens Jacques Antoine Dulot. Und der hat auch tatsächlich die erste, also überhaupt die erste Apologie des Bartes, philosophische Apologie des Bartes verfasst mit dem Titel Pogonologie und das eben wenige Jahre vor der französischen Revolution und das Buch ist natürlich, also trotz seines vielleicht eben auf den ersten Blick so Abfall im abseitig wirkenden Themas eben wirklich sehr spannend, weil er es genauso eben, also war eigentlich sein Kernpunkt ist, dass das eben diese höfische Bartlosigkeit eben ein Zeichen von kultureller Dekadenz ist und man soll jetzt eben dieser Dekadenz zu entkommen, sich jetzt eben wieder Bärte sprießen lassen und es wird vermutet, dass er auch tatsächlich 1789 ein entsprechendes Pamphlet in Paris zirkulieren ließ, also wo er eben genau dazu auch im aufrief. Und und er war dann auch Mitglied des Jakobiner Clubs und dergleichen. Also der ist auch quasi kein bloßer Theoretiker, der Revolution, sondern auch durchaus ein Praktiker. Genau. Und in der Folge, also
bis heute eigentlich ist der Bart dann eben auch tatsächlich ein Symbol geworden, was eine revolutionäre Gesinnung und eine Verbundenheit mit den Idealen der französischen Revolution zum Ausdruck bringt. Genau, und es geht ja auch, also quasi auf der ideologischen so Ebene auch nicht nur jetzt um bloße Individualität und Authentizität, sondern es geht auch darum, eine bestimmte Form von Naturverbundenheit durch das Tragen eines Bartes quasi zu versinnbildlichen oder nach außen zu tragen und damit auch das aufklärerische Konzept von Naturbeherrschung eben zu kritisieren, also oder natürlich auch überhaupt, also diese so aufklärerische Skepsis gegenüber der Äußerlichkeit schlechthin auch einfach zu attackieren und sich eben genau nicht daran zu halten. Genau, also es ist sehr spannend, ist zum Beispiel in diesem zu Zusammenhang der Text von Anmut und Würde von Schiller, wo er zum Beispiel, wo er nicht vom Bart spricht, aber man kann natürlich den Bart auch, denke ich, sehr gut reinpassen, quasi, und genauso, aber er spricht eben von dieser höfischen Kleidungsweise, mit diesen Perücken, dem Korsett und dergleichen, und verbindet die mit einer falschen Würde, ja, eines maskenhaften Ernstes, und bringt dagegen sein Ideal einer echten Würde ins Spiel, wo eben die Natur nicht unterdrückt, sondern eben aufgehoben wird. Und klar, und von da aus, also da steckt natürlich ein ganzes quasi grundsätzliches Programm dahinter, was Marx auf die bekannte Formel einer Kultivierung der Natur und einer Naturalisierung der Kultur brachte. Ja, und jetzt folgt ein kurzer Exkurs, der jetzt nicht so im Buch drin ist, aber der, ich dachte, der jetzt zum heutigen Vortrag natürlich aus im offensichtlichen Gründen ganz gut passt. Ich nehme da jetzt natürlich auf das Resonanzbuch von Hartmut Jarosa Bezug und würde eben auch sagen, also genau, also man kann sich auch schon denken, dass natürlich jetzt vieles von dem, was ich gesagt habe, natürlich auch stark von der moderne Diagnose von Hartmut Rosa natürlich inspiriert ist, und ich würde sagen, man kann halt dann im Gegenzug auch den Bart eben auch sehr gut als quasi, ja, als geradezu idealtypischen Resonanzverstärker eben verstehen, und zwar genau in ja allen drei von Rosa differenzierten Hinsichten von Resonanz. Also zum einen natürlich klar, also der Bart ist ein ganz massiver Verstärker von diagonaler Resonanz, also weil ich ja eben quasi in ein Verhältnis zum im eigenen Körper trete, also sowohl eben, also schon dadurch, dass es sich mir irgendwie Gedanken mache, wie ich mein eigenes Gesicht gestalten soll, eben mich rasiere, meine Bartpflege, aber auch natürlich eben
mich durch meine eigene Bart streiche, was ja auch eine sehr schöne Resonanzerfahrung sein kann, die glaube ich auch gar nicht mal so für viele Bartträger auch gar nicht mal so unwichtig ist. Und zweitens eben es geht natürlich auch um horizontale Resonanz. Also ich kann natürlich auch die anderen zum Beispiel durch ihren Bart streichen oder mich von anderen durch meinen Bart streichen lassen, aber ich kann eben auch meinen Bart quasi als Statement einsetzen, um quasi in einen Dialog mit so anderen zu treten, also indem ich eben einen besonders auffälligen Bart trage oder also da gibt es ja tausend Möglichkeiten, aber und genau, also ich kann eben sogar auf der vertikalen Ebene quasi mich auch durch meinen Bart irgendwie in Resonanz setzen zu ganz großen Dingen, quasi wie eben zum Beispiel dem Mythos der französischen Revolution oder dergleichen. Genau, also der große Vorteil ist, dass eben der Bart im also ich finde auch das Spannende am Bart, also ich habe ja vorhin den Bart so natürlich in Anführungszeichen als Kleidungsstück bezeichnet, aber natürlich, also das Interessante ist, dass der Bart ja so in so einer Mittelstellung eigentlich steht zwischen Kleidungsstück und Körperteil. Also so er hat, also natürlich, ich kann den Bart natürlich so aussehen, okay, es gibt natürlich auch den Bart als Maske, quasi den Bart zum Aufsetzen, der auch eine gewisse Prominenz hat, aber davon so abgesehen, genauso kann ich in den Bart nicht jeden Tag immer auf und so anziehen oder auch so austauschen, wie es eben bei Kleidung der Fall ist. Aber ich kann natürlich den Bart auch nicht gar nicht oder nur sehr aufwendig transformieren, wie es eben bei Körperteilen so oder auch bei dauerhaften Körpermodifikation der Fall ist. Und genau, das könnte man ja auch als Argument so ansehen, warum sich quasi der Bart auch sehr gut tatsächlich zur Herstellung und im Aufrechterhaltung von Resonanz im Achsen so eignet. Also weil er eben nicht starr ist, aber auch nicht, sag ich mal, zu flexibel, sondern quasi genau die richtige Mitte zwischen Starrheit und Flexibilität garantiert. Also um es genau, also immer das war dann jetzt eben auch der dritte inhaltliche Kernpunkt, also eben, um es nur nochmal kurz zusammenzufassen, ich sehe eben in der Moderne folgende Grundkonstellation: Es gibt eben den vorherrschenden Großtrend der Klettung und es gibt aber auch genau den Gegentrend, der sich dann eben auch dialektisch dazu verhält, der Kerbung. Genau, das ist übrigens ein Gegensatz, den ich von Deleuze und Guattari vor allem übernehme. Und ich würde sagen, also ich glaube, so anhand der so Analyse des Bartes kann man zeigen, dass das eigentlich der Grundgegensatz von modernen Gesellschaften ist. Und genau, und das Spannende, was ich jetzt kurz herausstellen möchte, ist, dass diese Beschreibung des Grundkonflikts von modernen Gesellschaften natürlich einen ganz neuen, vielleicht auch für Soziologen spannenden Blick auf die politischen Kräfteverhältnisse der Moderne gibt. Also weil das habe ich ja schon kurz so angedeutet, dass eben auch sehr viele Denker wie Adorno zum Beispiel, die man auf den ersten Blick eher als moderne Kritiker sehen würde, ja eigentlich insofern eben auch Teil quasi der klettenden Fraktion sind. Gut, das wird im Buch nochmal ein bisschen, also bei Adorno ist es ein bisschen komplexer, aber es gibt irgendwie bei Adorno auch diese
also auch eine gewisse Sympathie für dieses Ideal des Glatten, ja, auf jeden Fall. Genau, aber der Witz ist, dass ja auch der Faschismus zum Beispiel ja diese Sympathie auch teilt. Also genau, also ich versuche in dem Buch so eben zu zeigen, dass man eben den Faschismus eben gar nicht so richtig begreifen kann, wenn man ihn als anti-modern begreift, sondern so er wäre eher sogar als ultra-modernistische Bewegung ja aufzufassen, die eigentlich eine sehr klettende Grundhaltung zum Ausdruck bringt. Und genau, aber genau das, also wie gesagt, also, dass ich eben eine sehr seltsame Allianz zwischen scheinbar progressiven und scheinbar reaktionären Kräften quasi ergibt, wenn man sie gewissermaßen vom Standpunkt der Barth-Philosophie aus betrachtet, geht natürlich dasselbe so andersherum auch. Also das geht schon aus dem Rückentext meines Buches hervor, dass ich eben die These habe, genau, es gibt eben ganz unterschiedliche Kräfte der Kerbung, also die sich eben diesem mit Zwang zur Klette eben wie widersetzen. Das können eben konservative Kräfte sein, das habe ich jetzt gar nicht erwähnt, das können auch einfach liberale Kräfte, individualistische Kräfte, anarchistische Kräfte, aber eben auch linke Kräfte sein. Und ja, und genau, ich glaube, diese Art, genau, das führt natürlich, das ging jetzt natürlich so auf den ersten Blick so, als würde ich jetzt irgendwie die Politik der Moderne ziemlich krass vereinfachen, aber der Witz ist, dass ich dann auch so in der konkreten Analyse dann eigentlich auch sehr genau so aufdifferenziere, dass natürlich auch, also auch, dass man in den meisten Fällen natürlich eine gewisse Zweideutigkeit beobachten kann oder sogar, also bei einzelnen Denkern eine große Zerrissenheit auch zwischen diesen beiden Grundtendenzen. Also es gibt eigentlich kaum dann konkrete einzelne Personen oder hier einzelne Gruppen, die jetzt nur der einen oder der anderen Seite klar zugeordnet werden können. Genau, und das kann man jetzt genau und das will ich jetzt zum Schluss noch kurz zeigen anhand von ein paar meiner Überlegungen eben wirklich zum Barth der Gegenwart, also zum gegenwärtigen Barth-Revival. Also das ist ja ganz offensichtlich, also das wird ja oft thematisiert, die Grundtendenz, mit der es wir heute zu tun haben, also genau eigentlich bis in die, also vom, ja, eigentlich sogar, ich würde, ja, man kann vielleicht sogar wirklich sagen, eigentlich vom Ende des Ersten Weltkriegs bis, ja, so ungefähr, ja, eigentlich bis in die Jahre hinein, also gab es eben wirklich eine fast uniforme Vorherrschaft des glatten Gesichts in modernen Gesellschaften. Und insofern ist es eigentlich dieses Revival des Bartes tatsächlich, also auch wenn man es in großen Dimensionen verortet, schon was sehr bemerkenswertes. Und ich glaube, man könnte es sogar als Indikator eines sehr grundlegenden Umsturzes oder politischen Paradigmenwechsels so ansehen oder zumindest als Zeichen oder als Indikator der Sehnsucht nach einem solchen. Das wäre eben die Frage, ob das dann wirklich in die Praxis drängt.
Aber natürlich, klar, ich würde sagen, es gibt nicht einfach das eine Revival des Bartes, sondern wir haben es eigentlich eher sogar, vielleicht sogar mit mehreren verschiedenen Revivals zu tun, die auch von sehr, sehr unterschiedlichen konkreten Sehnsüchten dann zeugen und von sehr differenzierten Kräften quasi beherrscht werden. Genau, und also nur so um die paar große Grundrichtungen zu skizzieren. Es gibt halt den Nerdbart. Genau, und zum Beispiel da würde ich schon sagen, dass das D eigentlich sehr zweideutig ist. Klar, also zum einen, also zum Beispiel bei Slavoj Žižek, also der ja auch eben den Bart ja auch spannenderweise wirklich so als geradezu als Requisit von seiner Performance als neurotischer so Ober Revolutionär so einsetzt eben genau aber es gibt natürlich auch zum anderen eben einen sehr konformistischen neoliberalen Drei-Tage-Bart, genau, die halt so von eher von so Manager-Typen wie zum Beispiel Steve Jobs, den Gründer von Apple tragen wird, und genau, der hat eigentlich zum also gerade eigentlich ja im Gegenteil, der hat wirklich immer einfach so eine Pseudo-Rebellion zum immer Ausdruck bringt und irgendwie, ja, ich habe irgendwie zu wenig Zeit zum Rasieren, weil ich irgendwie die ganze Zeit mit der Selbstausbeutung und selbst Optimierung beschäftigt bin. Also das ist zum Beispiel hier ein konkreter Bartyp, den ich hier sehr kritisch sehen würde. Dann natürlich davon zu unterscheiden ist natürlich zweitens der Hipster-Bart. Klar, also das ist ja wahrscheinlich der Bart, so über den am meisten gesprochen wird. Genau, und der halt, ja genau, also, damit meine ich, also im Gegensatz zum Nerd-Bart, der eher so schlicht und ungestylt, also gerade auch sozusagen die ungestylt zur Schau stellt, hier geht es ja beim so Hipster-Bart eben genau darum, eben so eine auch, natürlich auch die Fähigkeit quasi zur oder auch die vorhandene Zeit zum Ausdruck zu bringen, die man eben in diese Bartpflege stecken kann, und es geht eben darum, möglichst so ausgefallene und irgendwie ästhetisch originelle Bärte zu tragen. Also da gibt es in der Philosophie zum Beispiel den österreichischen Kollegen Arno Böhler, der mir da so aufgefallen ist, weil der wirklich sehr exquisite Bärte trägt. Genau, die tatsächlich ja als Bärte wirklich sehr gelungen finde, also weil es da wirklich also nur sehr wenige Menschen gibt, die sich wirklich trauen, so im ausgefallene Barttypen zu betragen und damit auch in so viel vielfältiger Form zu spielen. Also ich würde so Arno Böhler tatsächlich, genau, also mein großer Respekt an dieser Stelle an Arno Böhler, der zumindest in dieser Hinsicht vielleicht sogar den Titel des Philosophen mit dem besten Bart verdient hat. Aber natürlich, genau, also man hat natürlich dieser im Individualismus oder ja auch diese Selbstdarstellung, so hat natürlich auch eine Schattenseite, weil sie natürlich auch sehr neoliberal ist. Und genau, also ja, genau, und es gibt da ja auch den Trend zu einer sehr starken K- 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 K-
Kommerzialisierung von diesem Bartrend, also zig Bart für Pflegeprodukte, die man kaufen kann, für Bücher auch zum Bart. Also da hängt ja mittlerweile eine ganze Sparte der Kulturindustrie geradezu dahinter. Und das ist natürlich auch eine Tendenz, die ich natürlich auch immer durchaus kritisch sehe, klar. Und genau, aber jetzt nur um nochmal kurz den politischen Gehalt, ja auch von diesem im Hipsterbart zu verdeutlichen, ist ein ganz spannendes Beispiel der Mr. Erbe Gentleman's Club. Genau, das ist eine Gruppe von Männern, also jung und alt, aus der kurdischen Stadt, also aus der kurdischen Stadt im Irak, Erbil. Und die halt vor allem bekannt geworden sind, weil sie halt auf sozialen Medien eben Bilder posten, wo sie sich eben als Gentleman in Szene setzen, die eben also nach hässlichem Vorbild eben sehr aufwendig geschneiderte Anzüge tragen und eben auch so entsprechend hier aufwendig frisierte Bärte. Und genauso die man natürlich auch als Hipsterbärte irgendwie bezeichnen kann. Genau, und genau, aber der Witz ist ja klar, man könnte sich natürlich zuerst fragen, hey, okay, na gut, also okay, das sind dann irgendwelche Poser, die sich irgendwie selbst erstellen wollen, aber der Witz, dass das eben in diesem Kontext eben auch wirklich auch bewusst so als politischer Zeichen quasi gegen den nur wenige Kilometer entfernten islamischen Staat eben zu verstehen ist. Also man fällt eben zum Ausdruck bringen, okay, da hinten stehen quasi die Barbaren, die irgendwie genau mit ihrem sehr so anti-ästhetischen und so anti-modern Programm und zelebrieren dagegen genau den westlichen Individualismus mit kultivieren eben unsere Körper in schöner Weise und genau, und was da spannend ist, was ich jetzt auch kurz so anmerken möchte, klar, ich rede natürlich, also klar, so mein Forschungsgegenstand, so ist der Bart und aus dem Grund spreche ich natürlich fast nur von Männern, aber ich würde sagen, klar, also das kann man an diesem Mr. Erbe Gentleman's Club ganz gut verdeutlichen, also die posten dann ja auch mal Bilder von Frauen, die sich entsprechend gestalten, also die schön geschminkt sind, eben aufwendige Kleider tragen und genau, natürlich, da ist dann natürlich der politische Gehalt natürlich auch nochmal ganz so offensichtlich. Also es gibt eben so auf der einen Seite eben diese Frauen, die vom IS als Sklaven gehalten werden und denen auch verboten wird, überhaupt ihren Körper in irgendeiner schönen Weise so öffentlich zu zeigen. Und es gibt eben so auf der anderen Seite die sehr selbstbewusst so auftreten, Frauen, die eigentlich genau, also ja, die eben ihren so eigenen Körper in selbstbestimmter Weise gestalten. Also es geht eben auch nicht nur darum, den Männern jetzt primär zu gefallen, sondern es geht halt vor allem darum, eben den Körper selbstbestimmt quasi zu einem Kunstwerk zu formen. Und und das finde ich durchaus, ich finde das eben auch, also ich glaube immer, man müsste sich da auch mehr Gedanken um Frauenkleidung machen. Genau, also ich habe es ja auch schon mit dem Korsett zum Beispiel kurz so angedeutet. Das war ja eben auch das große Ding des so 18. Jahrhunderts, das Korsett eben, was die Frauen eben zu einer sehr repressiven und so einförmigen Gestaltung auch des eigenen Körpers zwingt. Und dann genau gegen das Korsett hat sich natürlich dann auch vor allem der
feministische Widerstand formiert. Aber natürlich ein Widerstand, der zweischneidig war. Es gab natürlich die einen, gesagt haben, nee, eben Frauen sollen eigentlich einfach schlichte Kleidung tragen, die wie Männer auch, funktional. Genau, aber es gab dann eben auch eben diese Tendenz der anderen Moderne, wo es eben darum geht, nie, also wir wollen kein Korsett, aber wir wollen auch durchaus eine Kleidung, die quasi schön ist, also die im elegant ist und den Körper der Frau in quasi ja, zur Schau stellt oder zur Geltung bringt. Genau, also quasi eine gewisse künstlerische, ästhetische Qualität hat, aber eben es geht halt um die Selbstbestimmung vor allem und die Kleidung soll dem Körper nah sein und den Körper quasi eher Freiräume verschaffen, immer so alt sind irgendwie zu unterdrücken und ich habe, also ich würde eigentlich gerne mehr zu diesem Thema forschen. Ich so habe mich auch schon in einem anderen Buchprojekt zum Beispiel mit der Reformkleidung von Henry van de Velde beschäftigt, der eigentlich genau diesen Diskurs, also der quasi genau diesen Diskurs, den ich jetzt bezüglich des Barts gemacht habe, hier im Bereich der Frauen zur Mode, eben auch ganz so explizit vertritt. Also er kritisiert eben die Gleichschaltung der Frauenmode, also zum einen durch, wie er sagt, die französischen Konfektionshäuser, die eben so allein, also denen es so allein ums Geld verdienen geht, aber er kritisiert natürlich auch quasi die schlichte Kleidung, der also eben voll funktionale Kleidung. Ja, genau, also genau, ich bin kurz im unterbrochen worden, weil der im Akku vor meiner Kamera leer gewesen ist. Ich muss jetzt irgendwie, ich weiß auch nicht mehr genau, wo ich stehen geblieben bin. Auf jeden Fall, genau, also ich hab mich eben in einem hier anderen Buch eben genau mit Van de Veldes im Ideal der Reformkleidung befasst. Und genau, und der macht da eigentlich mit der Frauenmode sowas ganz Ähnliches, was ich mit dem Bart mache, nämlich dass er eine Art von Frauenmode konzipiert, die eben das, quasi das, genauso die, der Frau eben zu einer erhöhten Selbstverwirklichung gerade so verhelfen will. Genau, und das finde ich sehr spannend, würde eigentlich in dem Bereich auch gerne weiterforschen und würde mich da auch sehr über Anregungen von eurer und in ihrer Seite freuen. Genau, dann gibt es natürlich den konservativen Bart. Genau, also da könnte man zum Beispiel, also das mache ich auch in dem Buch, dass ich halt eine vergleichende im Analyse vom Bart von und auch generell der Performance von Slavoj Žižek und John Peterson hier anstelle. Und das würde ich so verstehen, also genau, es gab halt so eine Bartwelle, sage ich, von Mitte des 19. Jahrhunderts eben bis zum Ende des Ersten Weltkriegs, wo eben der Bart auch durchaus Mainstream war. Genau, das ist auch eigentlich so der Haupt Abstoßungspunkt für Adorno und Sartre und so weiter, diese Bartkultur vor der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg. Und ich sehe eigentlich jetzt diesen konservativen Bart in der Gegenwart so ein bisschen als so Anknüpfung daran. Also man trägt halt also Bärte, die jetzt nicht hip sein sollen, genau, aber auch nicht so ungepflegt wie die Nerdbärte, das sollen die halt einfach, ja, so eine gewisse konservative Gepflegtheit nach außen tragen sollen. Und dann gibt es natürlich, genau, also ich bin ja auch natürlich schon so indirekt ja auch zu sprechen gekommen, klar, den Islamistenbart, den ich immer als reaktionär und ja antimodern betrachten würde, weil
weil da geht es ja genau darum, dass man eben sowieso hinter die Moderne, also eben keine andere Moderne, sondern wirklich eine quasi Nicht-Moderne, also man will eben zur Vormoderne zurückkehren und genau eine so allgemein verbindliche Kleiderordnung etablieren, und das manifestiert sich eben dann auch im Tragen von diesen sehr speziellen Werten und natürlich auch im großen Anti-Ästhetizismus. Also man hat halt grundsätzlich ein Problem eigentlich mit dem schönen Ausdruck nach außen. Kann man so sagen, also genauso, also Kunst generell wird so abgelehnt, auch Musik und genau, aber da würde ich halt sagen, gibt es halt so eine Art die dialektische Berührung quasi der Gegensätze. Ich glaube, da nämlich berührt sich sogar eben, also so ähnlich wie es sich der Faschismus quasi mit der mit dem also als so ultra modernistische Bewegung entpuppt, sind dann eigentlich bei genauerer Betrachtung ja auch die, also ich meine, die Islamisten sind ja eben auch Faschisten und ja, als solche teilen sie natürlich, also teilen sie hier auf einer sehr, sehr grundsätzlichen so Ebene ja auch das im Ideal der Klette, klar. Und also das kann man ja auch dann auch wieder natürlich paradoxerweise in der ästhetischen Performance dieser Bewegung hier auch sehen und dergleichen. Und also man benutzt ja also genau der faschistische Todeskult geht ja da auch wieder ja untergleichen. Und genau, also ganz grundsätzlich würde ich sagen, also es gibt halt die Dialektik zwischen dem glatten und dem komplett ungepflegten Gesicht. Genau, und diese komische Salafistenwerte gehen ja schon in die Richtung ja einfach im ungepflegtes Gesicht. Also was dann ja auf eine ganz eigene Art eben glatt ist und weder die Individualität des Trägers noch seine Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Schicht zum Ausdruck bringt, sondern eigentlich auch extrem individualisierend ist und eben genau, also die eigentlich das Pendant zur Vollverschleierung ist, die man den Frauen aufzwingen will. Also insofern ist quasi ja auch der reaktionäre Islamistenbart eben kein kerbende, sondern auch eher eine klettende, nivellierende Kraft, die eben auch der, genauso wie der scheinbar entgegengesetzte Neoliberalismus eben der anderen Moderne eben entgegensteht. Ja, und jetzt zum Schluss will ich auch noch genauso, also ich habe ja schon angedeutet, also dass es da ja eine ganz interessante Dialektik gibt, dass eben gerade die eindeutige Verknüpfung eben von einem Gegenstand wie dem Bart mit einem bestimmten innerlichen Attribut ja eben genau auch den Bruch dieser eindeutigen Zuschreibung bereits ermöglicht, und aus dem Grund kann man natürlich den Bart auch genauso gut, was natürlich vielleicht für einige von euch die auch sehr spannend ist, genau als queeres Attribut ja auch so umdeuten, also dass es eben gerade kein patriarchales, sondern ein so antipatriarchales Symbol ist und geradezu ein Werkzeug zur Subversion des sogenannten
heteronormativen Matrix. Also da habe ich natürlich zum Beispiel den Bart von Conchita Wurst im Blick, also um den sie herum sich auch sehr bemerkenswerte, also teilweise auch von Philosophen und Philosophien geführter Diskurs entfaltet hat und wo eben dann auch Conchita Wurst genau als Verkörperung von Judith Butlers Theorien gefeiert worden ist. Aber natürlich, genau, also ich würde es trotzdem sagen, also klar, es gibt natürlich dieses Bart-Revival, was kaum zu leugnen ist, und es gibt natürlich jetzt auch quasi diesen sehr, also diesen sehr im etablierten quasi Typus eben des Manager 3 Tage Bart, also den sicher, ich glaube, darüber ist auch geredet worden, also das ist ja jetzt auch, also man könnte jetzt auch viel über den Bart so in der Corona-Krise auch nochmal reden, und da ist ja auch beobachtet worden, dass jetzt viele auch Spitzenpolitiker zum Beispiel sich eben auch so ein jetzt in der Corona-Krise so ein 3-Tage-Bart haben wachsen lassen, um vielleicht auch sowas wie Tatkraft, und ja, wir sind jetzt mega beschäftigt und haben eben keine Zeit mehr zum Rasieren, halt so Ausdruck bringen soll. Genau, aber gut, aber davon so abgesehen würde ich sagen, ist sowieso ist natürlich das das vorherrschende GG-Sicht des Establishments natürlich weiterhin ein glattes Gesicht mit ganz wenigen so Ausnahmen. Und genau, aber ja, aber auch zugleich natürlich auch das GG-Sicht der neuesten Rechten. Das ist natürlich auch im überwiegend glatt. Also da so hat man eigentlich auch nur ganz wenige Figuren, die jetzt auffällige Bärte tragen würden. Also da ja, also legt man, glaube ich, nach wie vor großen Wert eben irgendwie eben als bürgerlich etabliert und irgendwie seriös zu erscheinen. Und ich glaube, wer so erscheinen will, der ist, glaube ich, nach wie vor besser beraten, sich kein Bart wachsen zu lassen, weil durch ein Bart auch schnell quasi hier ausfranst und dann im ungepflegt wirken kann und so weiter. Okay, also ich komme zu meinem Fazit. Also genau, also man muss natürlich eben ganz genau aufpassen. Also ich will eben nicht sagen, dass das jetzt der Bart per se ja Ausdruck einer bestimmten Ideologie ist, sondern der Bart kann eben ganz verschiedene Haltungen zum Ausdruck bringen. Und klar, also ich sage jetzt natürlich auch nicht, dass das alle Leute, die keinen Bart tragen, jetzt deswegen ja automatisch Anhänger des Ideals des Glatten sind. Also mir geht es jetzt eigentlich auch gar nicht dann so sehr jetzt um die einzelnen Bärte von Einzelpersonen, sondern eben wirklich so um diese großen massenhaften Tendenzen. Und wie ich schon sagte, also da kann man eben, glaube ich, schon einen gewissen, also einen sehr starken sogar teilweise Paradigmenwechsel in der Männermode verorten, der möglicherweise, also der zumindest, sage ich mal, zumindest das Anzeichen einer gewissen so Unzufriedenheit, denke ich schon, mit dem vorherrschenden Ideal der Klette markiert und möglicherweise quasi das so erste Anzeichen von Paradigmenwechsel ist. Genau, und ich würde eben sagen, genau, und ich glaube, das ist vielleicht so ein bisschen eigentlich der Kernpunkt meiner so Analyse. Also ihr habt natürlich schon gemerkt, also genau, also eben, es gibt ja oft, würde ich sagen, diese sehr groben so Analysen, die halt sagen, ja, jetzt sehen sich eben die Männer nach einem neuen Patriarchat und oder irgendwie eine fürchten um den Verlust der Männlichkeit und lassen sich aus dem Grund die Bärte wachsen. Aber nein, also so ich würde sagen, es gibt eben auch eine ganz andere Kontinuitätslinie. Und in dem Sinne ist eben die Bartmode
also die Space Battery, die war eben nicht hier unbedingt jetzt irgendwie reaktionär oder patriarchal, sondern es bringt eben auch noch hier andere Tendenzen, die auch durchaus als ambivalent oder sogar fortschrittlich zu bewerten sind, zum Ausdruck. Ja, und genau, und worauf ich zum Schluss nochmal hier hinweisen will, also was eigentlich mein Kern zu so Anliegen ist, eben so aufzuzeigen, dass ich auch hinter so scheinbare ganz individuellen Entscheidungen eben doch ein tieferes, so allgemeines Bedürfnis verbirgt. Genau, und auch genau, und ein BBB-Bedürfnis, was eben auch in der Tradition von dieser marxischen Utopie steht, also eben die Kultivierung des Menschen und die Quatsch, die Kultivierung der Natur und die Naturalisierung der Kultur, also die Welt soll eben ja, es soll eben um eine ganz andere so Ordnung der Dinge gehen, also keine so reine ja einseitige Unterdrückung der Natur mehr, genau, ja, und auch keine Zerstörung der Natur, sondern es soll eben wirklich um diesen versöhnten Umgang mit der Natur gehen. Die Welt soll keine Wüste sein, sondern eben eher diesem Ideal des Gartens eigentlich gleichen oder des kultivierten Waldes. Und genau, also Bloch, so hat er zum Beispiel auch von dem utopischen Bedürfnis nach einer versöhnten Identität von Mensch und Welt gesprochen, einer Heimat für alle. Und genau, also das könnte ja, glaub ich, nach wie vor, finde ich, ein wichtiger oder vielleicht sogar der entscheidende Impuls für emanzipatorische Bemühungen sein, und dem gelte es eben in eine politische Programmatik umzusetzen. Vielen Dank.